Hallo, hier ist Ricarda für Leinwandreporter.tv. Wir sind heute hier bei der Premiere für Halbe Brüder mit Teddy, Sido und Fari. Eine richtig guten Comedy, die wir uns gleich anschauen werden. Und für euch schauen wir nochmal, wen wir auf dem roten Teppich zu sehen. Wer ist der Boss? Du? Nee. Alles in Ordnung, Junge? Klar. Schön, dass du da bist. Schön, dass du einen Film gedreht hast. Wie kam es dazu? Ganz langweilig. Ich habe ein Buch geschickt bekommen, fand das sehr lustig und hatte relativ schnell Bock drauf. Vor allen Dingen wegen den drei Hauptfiguren. Sie drei sind Brüder. Halbbrüder. Sehen wir sowas wie ein Regierungsexperiment? Fehlt da nicht noch ein Chinese und ein Eskimo? Ich soll eine schnelle Frage stellen, richtig? Bitte unbedingt Bescheid, sonst haben wir welche Farbe hat deine Unterhose? So mehrere Farben. Geiler Style. Was ist denn daran geiler Style? Naja, die Aussage, the message. Hip-Hop, Fick-Pop, ist doch klar. Die Besetzung, die hast du dir überlegt. Und zwar sind da jetzt ein Musiker, ein Internetstar und nur ein Schauspieler. Wie kam es denn zu diesem Einfall? Ich glaube, das liegt an den Figuren selbst, wer da einfach für passt. Also, die sind wirklich meine erste Wahl gewesen. Und ich fand, das war auch mein Hauptjob bei dem Film, die drei Figuren zu finden. Diese drei Typen haben nichts gemeinsam. Ich bin nicht mal die Schwanzlänge von dem Plattenverkauf entfernt. Und du weißt, was das bei mir bedeutet? Ich soll am Montag diese Firma hier übernehmen. Ich schulde niemandem irgendwas. Also als ich die gefunden habe, wir haben so einen Testdreh gemacht an Weihnachten, kurz vor Weihnachten, 5 Monate vor dem Dreh. Und der war so toll und dann hat jeder gesehen, ja, es funktioniert. Und damit war die größte Arbeit getan. Ey, gespielt! I loved it, man. Geil, war mega. Wir sind hier bei Big Brothers fucking watching you and giving it to you from the back. Sorry for my ausdrucksweise, right? Wie seid ihr denn zum Film gekommen? Wir haben ein Casting gemacht, richtig gut gelaufen. Und dabei warst du der Beste? Nein, wir waren okay. Richtig geil so. Ist da die Kamera drin? Hey! Hey! Mr. Africa's watching you, man! Bambule Gumbabo! Can you see me? Dies ist die Urne ihrer Frau Mama. Lass uns kurz deine Hauptrolle vorstellen. Wer bist du? Wen spielst du? Wie unterscheidet sich auch die Person vielleicht von dir? Jenny ist ein lebender Freigeist. Sie lebt halt in den Tag hinein und begleitet so ein bisschen Fari auf dem Weg, der halt etwas schüchtern ist. Wir sind drei Halbbrüder, gleiche Mama, unterschiedliche Papas. Deine Mom steht auf Abwechslung. So eine gute Seele auch mit dabei. Ich bin eine sehr, sehr gute Seele und eine freundliche Seele. Aber auch, wie gesagt, ich lebe in den Tag hinein. Schon mal eine witzige Anekdote aus dem Film. Kannst du schon was erzählen, was Lustiges, was passiert ist, was dir vielleicht auch privat hinter den Kulissen passiert ist? Also es ist so viel passiert, dass wir wahnsinnig viel Outtakes haben und die auch teilweise einfach auf Facebook posten, weil wir gar nicht wissen, wohin mit dem ganzen Kram. Und ich habe auch es lohnt sich beim Abspann sitzen zu bleiben, weil da habe ich einige der Sachen, die passiert sind, einfach mal reingeschnitten. Du kannst vom Glück reden, dass hier gerade alles glatt gelaufen ist. Alter, wenn du mich kennen würdest, wüsstest du, dass bei Adi-Minimal alles glatt läuft. Ich habe jederzeit alles unter Kontrolle, immer. Wie waren die Unterschiede zwischen vor allem dir, Teddy und Adi? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Ja, es gibt einen großen Unterschied. Ist halt ein Hip-Hopper. Ich bin kein Hip-Hopper. Und er ist nicht so spießig wie ich. Fliege empor. Ich weiß, was du hast. Du brauchst den Doktor nicht fragen. Zieh den Stock aus dem Arsch. Was ist denn das? Das ist mein Adi-Mat. Genial, ne? Ich kann schon nach Käsefuß sein, Asimat. Ja, sorry, ich muss das so machen, sonst schläft mir das Bein ein. Lass mich doch fahren. Nee, ich hab Rastan geschworen auf meinen Blazer und Mutter. Keiner fesselt den Wagen. Hey, mein bester Partner, was ist mit dir los? Auch wenn er weiß, es ist Excalibur. Jetzt hier bei der Kinopremiere, wie kam es dazu, dass sie jetzt hier stattfindet in Köln? Wir haben ja, Köln war ja unser Hauptdrehort, ne? Also deswegen ist sehr viel Köln in dem Film auch. Und dann war klar, dass wir hier auch die Premiere machen. Jawohl. Darf ich dich fragen, wie ist es hier zu sein? Freust du dich? Ich freue mich, in Köln zu sein. Ich freue mich, hier bei der Premiere zu sein. Und ich freue mich auf den Film. Warum sollte man den Film schauen? Wegen uns dreien, weil wir drei ein super Team sind. Hey, was machst du denn da? Das kannst du doch nicht machen. Ich erfülle dir den sehnlichsten Wunsch, Mann. Aber doch nicht noch nicht hier.
Alter, das kriegt ihr doch so oder so nicht mehr mit. Ich wollte doch eine richtige Windbestattung, hallo! Bye bye, Mama. Klar freue ich mich. Ich hatte das beste Testscreening meines Lebens mit diesem Film vor einigen Monaten, wo das Publikum den Film gefeiert hat. Es war sehr, sehr schön und jetzt freue ich mich, dass er fertig ist und ich das hoffentlich nochmal erleben kann. Mama, meine Schlampe. Eben habt ihr enorm einen runtergeholt auf deine Mutter. Unsere Mutter. Wir sind die zwei Witzbolde. Meine Brüder. Ein Bimbo und ein Kanake? Das ist eine lange Geschichte. Moin! Sucht ihr ein Gästezimmer oder wollt ihr den Kiffing Bowl Kopfschmuck kaufen? Also ich wollte fragen, ob Sie mein Vater sind.